Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Samstag, den 24.08.24. Ja, wir haben hier so eine Art Portal. Wenn wir es ganz aussprechen, 24.08.2024 haben wir in der Mitte dann zusammengenommen eine 10. Die 1 letzten Endes auch wieder, ja, hier. Vielleicht ist heute etwas ganz Besonderes eingerahmt von einer großen, starken Kraft. Eingerahmt von 2 mal 6. Ja, 24 ist zusammen die 6. Von einer starken Herzensentscheidung, von starkem Antrieb zur Herzensentscheidung und ja, ganz auch dem Stehen zu dir selbst, dass du es einfach auch annehmen kannst, dass du geliebt bist und getragen wirst, geschützt bist und geschirmt und dich ganz zum Ausdruck bringen darfst. Auf den eigenen Zauber vertrauen. Ja, schauen wir mal, was die Energie des Tages heute so mit sich bringt, was angezeigt wird in den Karten. Oh, das Glück, ja, der Klee, vor allem in den vielen kleinen Dingen, den kleinen Momenten, Zeichen, Gesten, liegt das Glück, übersieh es nicht, was ich dir da bieten möchte. Es kann sein, dass etwas auch nur kurz dauert, schnell wieder vorbei ist oder nur noch kurz dauert, bis es ja erreicht ist. Ja, wir hatten ja gestern die Transformation dabei. Kann sein, dass die jetzt hier auch bald abgeschlossen wird, dass du in neue Lebensenergie hineinkommst, auf neuen Weg, etwas ja in glückliche Umstände kommt, deine Hoffnung erfüllt wird. Das Ast der Stäbe, ja, da kommt tatsächlich etwas Neues hinein. Die Chance auf einen Neustart. Neustart in der, im Potenzial, in, ja, vielleicht im Beruflichen, in der Berufung. Neustart in einem Miteinander. Da springt der Funke über. Heute kommt vielleicht auch eine wichtige, ja, Idee. Leuchtet dir etwas ein, kommt dir zu Bewusstsein, vielleicht wenn du draußen auch in Bewegung bist. Das Ass der Stäbe, beziehungsweise die Stäbe stehen auch für die Bewegung. Ja, geh hinaus, nutze die Zeit, das Wochenende ist kurz, wir wissen es, und ja, nutze diese Zeit, um ja natürlich auch wieder aufzutanken, in dein Potenzial, in deine Kräfte zu kommen, für deine Gesundheit etwas zu tun, aber vielleicht auch etwas ja zu erledigen, etwas zu kreieren, greifbar zu machen. Ja, das Ass, jedes Ass ist eine Chance, ist ein Angebot. Angebot der göttlichen geistigen Welt. Es gilt, etwas draus zu machen. Ja, vielleicht auch einer zündenden Idee im Inneren, ja, sie aufzugreifen und weiter auch zu spinnen, weiter zu sinnieren oder daran zu wirken, daran zu basteln. Im wahrsten Sinne des Wortes dann vielleicht auch zu basteln, ja, irgendwas zu wirken. Denn ja, so ein Ass geht eben auch schnell wieder vorbei. Ja, die Chance des Tages, das Potenzial des Tages im Tag, das Glück zu sehen, etwas Glückliches draus zu machen aus der Chance dieses Tages, das ist hier vor allem auch angezeigt. Sei es für dich selbst, sei es im Miteinander. Ja, vielleicht gibt es auch gerade im Miteinander hier eine Chance dafür, in glückliche Entwicklung zu kommen, gemeinsam aufzuleben. Natürlich heute vielleicht eben durch eine Unternehmung, aber auch eine spontane Begegnung
kann hier angezeigt sein. Es ist wichtig, sie zu nutzen. Die Chance ist auch schnell wieder vorüber. Wenn dir etwas keinen Spaß macht, dann hör auf damit. Wenn du keinen Spaß an einer Sache hast, bedeutet dies, dass du nicht deiner Bestimmung folgst. Denn die Erfüllung deines Seelenplans bringt dir immer Spaß. Immer Action, immer Freude, ja, immer Glücklichkeit. Ein wichtiges Signal, ja, auch das ist mit dem Ast der Stäbe angezeigt. Hier haben wir wieder die Magie. Ne? Ja, wenn dich etwas auch geradezu magisch anzieht, dann ist das ein wunderbares Zeichen, ein kleiner Hinweis, ein kleiner, aber feiner Hinweis darauf, auf das, was dich glücklich macht, was dir wohltut, was deine Bestimmung ist. Und Bestimmung ist nicht gleichbedeutend mit Berufung, sondern was jetzt gerade im Moment auch dran ist, für dich zu tun. Ja, es ist nicht immer so möglich, das zu tun. Es gibt auch Dinge natürlich zu erledigen, aber ja, sie in einer bestimmten Art und Weise zu tun, in einer bestimmten Energie, das ist ja auch wichtig und wesentlich. Ne? Ich wünsche dir heute eine wunderbare Entfaltung, sehr viel Freude, Spaß, dass du deiner Bestimmung nachkommst, dass es für der Tag für dich eine Erfüllung, ein Glück ist, und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und sehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Tara von Tarot Rainbow.